So einfach macht ihr den leckersten Nudelhackauflauf der Welt. Erstmal die Nudeln gar kochen und in dem Topf etwas Öl erhitzen. Dann kommen Zwiebeln und Knoblauch dazu und werden 2 Minuten lang gedünstet. Anschließend Rinderhackfleisch dazugeben und 3 Minuten lang krümelig braten. Das Ganze dann schön würzen. Ich schreibe euch alles ganz genau in die Kommentare, damit ihr das auch nachkochen könnt. Und zu guter Letzt kommen dann passierte Tomaten und Sahne dazu. Ich nehme da gerne die fettreduzierte Variante, aber das ist auch ganz euch überlassen. Ich gebe die Nudeln direkt mit dazu und eigentlich könnt ihr es jetzt schon essen, aber ich finde, Käse macht immer alles besser. Daher kommt noch richtig viel Mozzarella oben drauf und das Ganze wird dann im Backofen für 15 Minuten bei 200 Grad überbacken.